Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story und zu einem, naja, ich sag's mal so, sehr großen Haul-Video. Wenn wir jetzt einfach mal hier rumgehen, ihr seht wahrscheinlich schon, was das hier für ein Riesenklotz ist, der hier ist. Das ist alles voll, das Ding wiegt bestimmt 20 Kilo oder sowas. Stand jedenfalls vorne auf dem Zettel drauf. Was wollen wir mit so viel Stuff? Ich sag mal so, ihr seht ja hier, wir sind im Eingangsbereich vom Museum. Hier wird ein Shop hinkommen und da braucht man natürlich auch Ware. Und da haben wir jetzt die erste Ware eingekauft und das ist das, was hier ist. Das ist sehr, sehr, sehr viel Stuff, was dort drin sein wird. Sei vorneweg gesagt, es ist natürlich kein Haul-Video, was ich mir gekauft habe oder sonst was. Das ist dafür da, dass halt, wenn ihr hier in den Shop kommt, dass dann halt was Cooles da steht, dass das eine coole Atmosphäre ist und natürlich, wie soll es anders sein, auch damit sich das Museum irgendwie finanzieren kann. Wir haben jetzt schon so viel reingesteckt und das habt ihr auch oft in die Kommentare geschrieben, ein Museum wird sich nicht rechnen rein durch den Eintrittspreis. Deshalb, ja, der Shop wird das bezahlen, was wir hier haben. Und das ist halt die erste Ware, die hier so angekommen ist. Ich freue mich jetzt wie ein Schnitzel, das alles aufzubauen. Das wäre schön, das alles aufzumachen. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. So, erstmal hier ein schönes Baustrahlerchen eingesteckt, denn ich habe meine Lichter von zu Hause leider nicht mit. Aber lass uns mal anfangen. Hier jetzt sogar mit einem Hightech-Messer. Da fängt schon gut an. Zack. Oha, ihr seht, Luxus. Das hier sind Lego-Umverpackungskartons, das heißt, das sind Verkaufseinheiten quasi. Und das, was hier drin ist, das passt da genau rein, sodass überhaupt nichts beschädigt wird beim Versand. Ich sag's euch, wenn ihr so einen Karton mal in der Hand habt, schmeißt den nie wieder weg. So, der erste Verpackungsumkarton ist draus. Ich bin gespannt, was jetzt hier drin ist. Ah, es ist was von Creator. Also auch, naja, auf dem Absteigen, auf der roten Liste Creator gibt's ja nicht mehr so wirklich. Ja, genau, das ist ja jetzt 18+. Hier haben wir einmal eine Harley Davidson. Aus 2019 kommt das gute Stück und davon haben wir zwei Stück. Das Ding, also das habe ich jetzt nicht direkt bei Lego gekauft. Herzliche Grüße an Stefan, er hat das klar gemacht. Die werden normalerweise nur bei Lego und bei Fachhändlern verkauft. Bei uns gibt es die jetzt auch. Da ist die Marge natürlich nicht wirklich gut, die wir hier dann haben. Aber es ist halt was diesen Shop hier besonders macht. Und den Anspruch, den haben wir definitiv, dass wir euch halt ja auch Exklusivsachen präsentieren wollen. Ja, und das war's. Und diesen Karton werde ich, wie gesagt, nie wieder wegschmeißen. So, und der nächste Kollege. Ach so, okay, hier haben wir nochmal dreimal die Harley Davidson. Es wird einfach so krass im Regal aussehen. Die Regale zeige ich jetzt noch nicht so viel. Die seht ihr im nächsten Vlog. Das war absolut ein Erlebnis, das aufzubauen. Und dann haben wir hier, aha, nochmal ein paar Kollegen. Und zwar in dem Fall jetzt hier den Overlord-Drachen. Der ist jetzt leider hier schon, ach, der ist leider schon ein wenig platt. Das ist nicht so gut. Ach, und was haben wir hier? Noch einen Overlord-Drachen. Und insgesamt sind das dann hier 6 der Overlord-Drachen gewesen. Die sind tatsächlich auch exklusiv nur bei Lego erhältlich. Gehören dann auch hier zu der Legacy-Reihe. Allerdings ohne diese Jubiläums-goldenen Figuren. Sehr, sehr schönes Set. Ja, und der Karton ist auch leer. So, hier haben wir dann noch ein kleineres Paket. Das habe ich sogar schon geöffnet, um zu gucken, ob es alles komplett ist. Das ist von Amazon. Amazon ist das Ding, die hauen halt manchmal billige Sachen raus und ich bin ein simpler Mensch und wenn die billig sind, dann kaufe ich die meistens auch. In dem Fall ist es auch ein Set, die es nicht bei jedem Händler gibt. Das hier ist das Friends Set und zwar hier in dem Fall das Central Perk Apartment. Das war zum wirklichen Bestpreis dort erhältlich, deshalb habe ich das mitgenommen. Es ist ein sehr, sehr schönes Set. Ich finde, es ist auch eine gelungene Alternative zum neuen 150 € Friends Set. Klar, das neue, das größere ist natürlich cooler, aber so für die schmale Mark sind hier genauso auch 7 Figuren dabei. Ja, die anderen beiden sind auch Friends-Sets. So, bevor wir jetzt das Paket noch aufmachen, kurz noch eine Sache. Ich zeige das nicht alles hier, um irgendwie anzugeben oder sonst was. Das habe ich erstens nicht nötig, das bringt mir nichts. Es ist halt einfach für mich sehr, sehr spannend, das alles jetzt auszupacken und das gehört hier zum Museum halt dazu. Sind die Sets, die man dann halt irgendwann hier auch kaufen wird. Naja, machen wir es mal weiter auf. Und zwar haben wir hier Black Widow. Und zwar, da gibt es ja bald den neuen Film.
Dieses Set ist auch exklusiv bei Lego und bestimmten Fachhändlern. Und ich denke, wenn der Film noch rauskommt, der wird ja auch ganz gut, dann wird das Set, denke ich, auch ganz beliebt sein. Natürlich jetzt nicht so krass wie das Ant-Man-Set damals, aber immer noch ein solides Set. Und davon haben wir noch eins. Ach, schön. Und dann sind hier wieder Verpackungseinheiten drin. Aha, hier haben wir zweimal das Lebkuchenhaus. Das sollte dieses Jahr, glaube ich, auch EOL sein. Das war auch noch relativ günstig. Das ist natürlich jetzt nichts. Ich bin ja voll am Schwitzen, während ich das gerade aufnehme. Okay, so genau wollte ich es vielleicht gar nicht wissen. Aber ist halt nichts für den Sommer. Eher dann Richtung Winter. Auch ein sehr, sehr schönes Set, wie ich finde. So, und hier haben wir dann nochmal einen Doppelkarton. Ah, okay, und da ist nochmal das Lebkuchenhaus drin. Okay. hat sich erledigt. Es ist nochmal zweimal das Lebkuchenhaus. So, und was haben wir dann hier drin? Price, to be sure. But a welcome one. Nochmal das Lebkuchenhaus. So, ein kleiner ist jetzt noch da. Dann kommt das Monsterpaket da unten. Das habe ich einfach nicht bei mir die Treppe hochbekommen. Da musste Bob mir dann helfen und das ins Auto tragen. Machen wir weiter. So, da ist es offen. Und hier haben wir... Oh, schaut euch das mal an. Sehr schön. So einen einzelnen Riesenkarton hier. Holen wir den mal hier raus. Da wird ein großer Klopper drin sein. Zack, das finde ich sehr, sehr schön, dass es... Dass die Sets jetzt in der Verkaufs-, also zumindest teilweise werden sie von Lego wohl in dieser großen Verpackung geliefert, damit die Kartons halt nicht kaputt gehen. Und hier haben wir, schön. Hier haben wir einmal die Ninjago City Gardens drin, habe ich natürlich schon gebaut. Die sind jetzt auch bei einigen Händlern im freien Handel verfügbar. Sehr, sehr schönes Teil, finde ich. Also gerade für den Preis, klar, ist immer noch sauteuer, da kann man nichts sagen, aber für die Teile... Es ist einfach, ja, es ist okay verhältnismäßig für Lego. Und ich denke mal, hier kann man es sehen, noch einen Ninjago City Gardens. Mein Kindheits-Ich wäre hier wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen bei dem, was wir jetzt hier gerade machen, wenn es das gewusst hätte. Dann hätte ich wahrscheinlich nichts mehr für die Schule getan, sondern nur noch irgendwelche Set-Namen auswendig gelernt. Von daher war es schon ganz gut, dass es das nicht wusste, aber ich bin echt gerade... Uiuiui. So, und weiter geht es. Diesmal hier noch mit so schwarzem Packband umwickelt, damit auch nichts aufgeht. Aha, und hier geht es nochmal weiter mit einzelnen Verkaufseinheiten. Yay! ja gut, das ist wohl noch einmal das Lebkuchenhaus, beziehungsweise zweimal das Lebkuchenhaus. Und hier... Oh Mann. Okay, gut, diesmal ist es nur einmal das Lebkuchenhaus. Also Lebkuchenhäuser haben wir genug, ne? Also da braucht ihr auch nicht vorher anrufen und euch irgendwas zu reservieren. Da haben wir tonnenweise von. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Erspartes hier drauf verwetten würde, aber man könnte wahrscheinlich damit davon ausgehen, dass es hier nochmal Lebkuchenhäuser... Ja, es sind nochmal Lebkuchenhäuser. Also an Weihnachten werden wir dann länger öffnen, weil wir sehr viel Weihnachtsware haben. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Natürlich, das macht Sinn. Das müssen wir mit Klamotten genauso machen. Außerhalb der Saison kaufen, dann ist es meistens günstiger. So, und was haben wir... Okay, Freunde, das brauchen wir gar nicht mehr aufzumachen. Ihr seht die Setnummer, es ist wieder das Weihnachtshäuschen. So... Jetzt kommt der große Karton. Da bin ich auch mal gespannt, was da drin ist. Also ich habe einiges bestellt. Ich habe auch noch mehr bestellt als das, was jetzt hier ist. Das sollte jedem bewusst sein, dass man nicht einfach einen Shop aufmachen kann mit nur Lebkuchenhäuschen. Deshalb weiß ich selber nicht, was jetzt genau wo drin ist und wann das genau geliefert wird alles. Und hier haben wir, wenn das jetzt nochmal ein Weihnachtshäuschen ist, das ist ein Gingerbread House. Das ist ein Lebkuchenhaus. Zwei Lebkuchenhäuser. Dann haben wir hier nochmal einen Riesenklopper. Mal schauen, was da drin ist. So, zack, aufmachen. Das ist ja richtig neu. Also ist wirklich neu. Es ist in sehr schönen Zustand, ein Ninjago City. So, hier haben wir nochmal Lebkuchenhäuser. Ja, das sind definitiv nochmal Lebkuchenhäuser. Und hier haben wir, noch eine Ninjago City. Also Ninjago Cities und Lebkuchenhäuser sind wir, glaube ich, ganz gut eingedeckt. Denn ich schätze mal, dass das da unten auch noch eine Ninjago City sein dürfte. Hier haben wir dann noch ein längliches Paket. Das machen wir auch mal auf. Zack, da ist offen. Da haben wir erstmal einiges an Verpackungsmaterial drin. Ui, und sogar in Luftpolsterfolie. Ein Architecture Empire State Building. Auch ein schönes Set. Aber auch relativ eintönig mit diesen ganzen
einmal zwei Grills hier an der Seite. Und ich werde mich jetzt dran machen und das ganze Chaos hier wieder beseitigen und für den Vlog natürlich auch noch filmen, wie wir das jetzt hier alles aufbauen in den Regalen. Ihr werdet sehen, die Regale sind nicht mal ansatzweise gefüllt hier an der Seite. Da gehört halt einiges dazu, so einen Shop zu füllen. Da ist jetzt auch einiges an Knete reingegangen. Ihr müsst bedenken, das ist natürlich noch mit 19% Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer können wir uns aber natürlich zurückholen. Das heißt, die Sachen sind quasi 19% billiger. Dann halt auch noch zu den Handelspreisen haben wir die eingekauft. Das heißt, also wir haben jetzt nicht für jede Harley-Davidson 90 Euro bezahlt, um es halt so zu sagen. Es ist also nicht ganz so viel, wie man es jetzt denkt. Aber es muss halt irgendwas hier stehen für den Shop. Es ist einfach nur verrückt, dass das überhaupt erst möglich ist, dass wir das jetzt hier alles einräumen können und dass wir generell so viel Ware haben können. Wie gesagt, ja, das geht halt hier durch den YouTube-Kanal. So in normalen könnten wir uns das natürlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise leisten. Von daher, ja, auch nochmal an der Stelle danke für euren Support. Ja, es wird ja auch noch mehr folgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das jetzt interessant fandet. Ich kann auch mehr nochmal drauf eingehen, warum wir jetzt die einzelnen Sachen gekauft haben für den Shop. Auch wenn das ein bisschen dusselig aussah mit den ganzen Lebkuchenhäusern, es hatte schon Sinn, was ich mir dahinter gedacht habe. Kann ich gerne auch noch drauf eingehen. Falls euch solche, Warenvideos interessieren für den Shop, kann ich das natürlich auch gerne nochmal mehr hier auf dem Kanal zeigen oder ich kann es natürlich auch einfach lassen. Da bin ich gespannt auf euer Feedback dazu. Bis dahin, habt ein wundervolles Wochenende und schöne Feiertage.